Beta-Firmware Update vom 18.11.2022. Für mich besonders interessant, was bringt der neue Modus 5,3K mit 60 FPS Superview und der Max Lens Mode, leider auch bei der GoPro 10 nur mit 2,7K und 60 FPS. Zunächst möchte ich sagen, dass dies ein privates und kein gesponsertes Video ist. New Beta Firmware for the GoPro 10. Activating Max Lens Mode with only 2.7K 60fps and 5.3K 60fps Superview Mode. This is a private and not a sponsored video. Leider kein direkter Side-by-Side-Vergleich. Ich musste zweimal fahren. Die GoPro mit Max Lens Mode saß auf dem Helm, die andere am Brustgurt mit einem Media Mod. Unfortunately, not direct side-by-side comparison. I had to drive twice. The GoPro with Max Lens Mode was on the helmet, the other on the chest mount with Media Mode. Bei den Aufnahmen hatte ich folgende Einstellungen: Farbe und Schärfe niedrig, Bitrate hoch, 400 ISO max. Die Aufnahmen wurden nachbearbeitet. Settings: Color and Sharpness low, Bitrate high, 400 ISO max. I overworked the original video stuff afterwards. Beide Neuerungen sind sehr gut. Die Stabilisierung des Max Lens Mode ist einfach nur fantastisch. Als ich die Aufnahmen sah, konnte ich es nicht glauben. Wie auf Schienen oder als würde ich über dem Boden schweben. Auch in 2,7K kann man sehr gute Aufnahmen machen. Der Film wurde mit 4K 60p gerendert. Both innovations are very good. The stabilization of the Max Lens Mode is just fantastic. When I saw the recordings afterwards, I couldn't believe it, like on rails or as if I was floating above the ground. You can also take very good recordings in 2.7K. The whole film was rendered with 4K 60fps. Der neue Superview-Modus in 5,3K mit 60 FPS ist absolut überzeugend. Ein riesengroßes Sichtfeld, die Aufnahmen sind scharf. Sie sind noch weiter als im alten 4K Superwide-Modus und vor allem nicht so verzerrt wie im alten 4K Superwide-Modus. The new Superview Mode in 5.3K with 60fps is absolutely convincing. A huge field of view, the images are sharp, they are even wider than in the old 4K Superwide Mode and, above all, not as distorted as in the old 4K Superwide Mode. Insgesamt sehr zufrieden und beide Neuerungen stellen einen sehr großen Fortschritt für die GoPro 10 dar. Overall, very satisfied and both innovations represent a huge step forward for the GoPro 10. Thank you for watching. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.